Hallo und herzlich willkommen zurück zu Gült. Ja, in der letzten Folge hatten wir eigentlich das Auge hier besiegt, allerdings musste ich dann raus, hatte gespeichert und ja, anscheinend ist das jetzt wieder zurückgesetzt worden. Zum Glück nicht allzu weit. Wir hatten allerdings das Problem, dass wir unsichtbare Gegner hatten. Und ich habe keine Ahnung, was wir jetzt tun können oder tun müssen. Also ich weiß, dass wir letztes Mal mit dem Blitzangriff, also sprich mit X, den Gegner aufgehalten haben. Ich weiß aber nicht, ob wir den besiegen können oder ob wir den nicht besiegen können. Ob wir den nur aufhalten können, um weiterzulaufen. Wenn ja, wohin? Weil wir müssen ja eigentlich noch unten den Schlüssel holen, der wiederum im Büro ist, weshalb wir ja vermutlich links die Treppen hochgehen müssen. Ich weiß aber halt nicht, ob das so funktioniert. Ja. Ich muss auch dazu sagen, ich bin im Moment ein bisschen abgelenkt, weil ich gerade extreme Schmerzen im Steißbein habe und nicht genau weiß, wie ich überhaupt sitze. Aber ich wollte, dass das Let's Play weitergeht. Entsprechend habe ich mich jetzt hingesetzt und wollte noch zumindest ein, zwei Folgen aufnehmen. Ja. Also das nur, falls ich mal zwischendurch, falls es mal hier quietscht oder so und ich mich anders hinsetzen muss oder ähnliches. Nur, dass ihr da Bescheid wisst. So, also, mit X kann ich das Monster stoppen. Kann ich das vielleicht. Oh. Nein. Ja. Soll ich mich schon heilen? Ich weiß es nicht. Das ist kein X. Nicht? Ganz ruhig bleiben. Keine Panik. Moment. Da hinten ist es. Okay. Also wir können das damit kaputt machen und durchlaufen. Das ist schon mal gut zu wissen. Oh, ich laufe aber die falsche Seite gerade hoch. Ich glaube, da hinten war auch was, oder? Ah, erstmal hier rein. Okay. Aber das Monster ist mir auf jeden Fall nicht hinterhergekommen, so wie es aussieht. So, da ist auf jeden Fall die Seite. Oh Gott. Das ist aber nur Licht, oder? Das tut mir nichts. Nee, das tut mir nichts. Okay. Die Frage ist nur, das wird aufgeladen. Das heißt, dadurch ist vermutlich da der Strom drin. Ihr könnt mich hoffentlich noch verstehen, weil es ist sehr laut hier. Aber da müssen wir auch nicht durch die Tür, oder? Nee, Moment. Das ist die Tür. Oh, da hinten ist noch ein Vogel, sehe ich gerade. Das ist die Tür da unten. Müssen wir aber eigentlich nicht durch, denke ich mal. So. Was ist hier? Hier ist nochmal so ein Teil. Ich denke mal, hier müssen wir letztendlich durch, weil das jetzt hier so schön aufgebahrt ist. Können wir das mitnehmen? Aber wofür? Das ist jetzt die Frage. Hier ist noch was. Aber was bewirkt das? Aber das lädt sich doch wieder auf, ne? Ist denn hier noch irgendwas, was ich da eventuell reinstellen kann?
Ah, Moment. Ist nicht all? Ach so. Moment, da müssen wir das erstmal hier vorne hinstellen. Damit wir das holen können, ne? Nehme ich mal an. Na. Da müssen wir auch gar nicht durch die Tür durch, wie ich das erst gedacht habe. Komme ich da so? Ja, komm ich um. So. Na. Sehr schön. Ich hoffe, ihr habt mich noch einigermaßen verstehen können. Ach, komme ich dann ins Büro rein? Das wäre natürlich geil. Ja, das sieht so aus. Aber da muss ich wieder an einem Monster vorbei. Aber das ist draußen, oder? Bin mir nicht so sicher, ob das draußen ist. Das hört sich so laut an. Was ist da? Das steht doch hier in der Ecke, oder? Oh mein Gott. Ist das dein Ernst? Was muss ich denn mit der Tür machen? Die muss ich drücken. Jetzt steht das vor mir, oder nicht? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, ja, ja. Der Schlüssel, endlich. Halt durch, Ender. Ich komme. Oh, verdammt, verdammt. Das? Abbrechen. Neues Ziel. Oh Gott. Und der Vogel war oben, ne? Den hätte ich aber ehrlich gesagt auch gerne gehabt. Aber gut, das ist jetzt wohl zweitrangig. Aber was muss ich denn machen? Ich muss theoretisch oben rechts in den Bereich rein. Aber diese scheiß Viecher sind mir jetzt nicht hinterher hier, oder? Okay, man kann den, glaube ich, ablenken, indem man was wirft. Da vorne ist noch ein Monitor und da ist noch ein Monitor. Die Frage ist jetzt, muss ich die Monitore... Oh, ja, anscheinend ja. Also nicht Monitore, sondern hier diese Dinge hier ausstellen. Aber wie komme ich da hin? Jetzt gesehen. Oh. Darf sich gerne heilen. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt so hinkomme. Oh.
Oh. Lauf, 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 lauf. Ich halte es nicht mehr aus. Denn jetzt da. Oh Gott. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Ich muss ja erstmal gucken, wo die überhaupt sind. Schau woanders hin, schau woanders hin. Liebes nettes Monster, schau woanders hin. Hallo Monster, kannst du mal woanders hinschauen? Boah, geht der mir auf den Sack hier, ganz ehrlich. Sobald man sich nur einen Millimeter bewegt, ist er direkt schon in deine Richtung gucken. Los. Sonst muss ich da durchlaufen. Das würde ich nur ungerne machen. Eieiei. Hallo, Monster? Da, schau mal woanders hin. Das wäre sehr nett von dir. Gibt's das jetzt? Machen wir es so. So, da haben wir noch einen. Das ist der letzte, ne? Das Problem ist nur, das ist sehr weit. Hallo, wieso steht hier jetzt auf? Sehr weit weg, das wollte ich sagen. Was macht der denn hier? Mit dir? Soll ich wieder vorne rumgehen? Oder? Alles okay, ich bin nicht hier, ich bin nicht hier. Ich komme, Emily! Er macht doch jetzt wieder neue, oder? Ah ne, da unten links ist noch einer. Oh. Gut. Okay, das können wir schon mal mitnehmen. Haben wir denn sonst noch irgendwas, was wir hier vergessen haben? Da hinten ist noch einer. Vielleicht können wir den auch noch mitnehmen. Soll ich denn da jetzt hinkommen? Moment, wo ist denn das Blaue jetzt? Links von mir? Nein, geh in die andere Richtung. So war das jetzt nicht gedacht.
Es ist vorbei! Hm, ich bin mir nicht so sicher, ehrlich gesagt. Achso, ja, ich wollte mich erstmal heilen. Oh, super. Bevor ich ein neues nehme. So, müssen wir durch die Tür, ne? Oder? Über die Bühne? Ich habe keine Ahnung. Hm. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob hier noch was kommt, aber ich bin mal lieber ein bisschen vorsichtig. Vor allen Dingen, wo ist das Viech jetzt hin? Das lag doch hier... Ach, da vorne. Oh. Emily! Alles okay? Lass mich allein! Lass mich einfach allein! Keine Sorge, Emily. Es wird alles in Ordnung kommen. Nein, das stimmt nicht! Bleib mir bloß fern! Komm keinen Schritt näher! Mich erwischt hätten. Nein, Sally, denk nicht mal daran. Du musst hier raus. Aus dem Kunstbereich fliehen? Ich habe gerade eine leichte Herzattacke. Ich denke mal, wir müssen zum Auditorium raus, oder? Ach nee, Moment, das ist das, wo wir herkamen. Was aber heißen würde... dass ich da noch mal kurz gucken müsste. Wegen der Heilung, oder? Sie müsste da liegen, aber ich sehe sie nicht. Ich gehe mal lieber woanders hin. Heißt das jetzt, dass tatsächlich Puppen kommen? Ich will keine Puppen. Ich mag keine Puppen in Horrorspielen. So, Moment. Wir können... Ja, was können wir denn? Wir können das Ding bewegen, das ist klar. Aber wohin? Und was bringt uns... Ach, Moment, das ist ein Leiter, oder? Ja. Okay. Wir bleiben einfach hier oben, bis sich die Lage beruhigt hat. Jetzt sehe ich auch das Ding. Ha! Machen wir es einfach so. Zack. Sieht nützlich aus. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Moment, da unten ist auch noch was. Super. Sehr schön. Dann können wir hier wieder hoch. So, nein. Was macht die denn jetzt? Bleibst du wohl da? Du sollst einfach nur nach oben gehen. Bitte kein Auge oder irgendwas um die Ecke. Ich krieg nämlich hier immer die Krise. Das sieht hier total anders aus. Diese Statue habe ich noch nie gesehen. Okay. Keine Ahnung, wo wir dann hinkommen. Aber ich würde ehrlich gesagt gerne irgendwo einen Punkt finden, wo wir gleich mal eine Pause machen könnten. Okay. Drehen die sich nur oder laufen die auch? Oh mein Gott. Ja, wo sollen wir denn hin? Moment, da sind wir rausgekommen. Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Schulhof? Emily war da. Jetzt sitze ich im Kunstbereich fest und eine Horde Killerpuppen ist hinter mir her. Ich muss echt hier raus. Ja. Aber wohin? Ich würde mal sagen, auf den Schulhof, oder? Also geradeaus und links. Die Frage ist jetzt tatsächlich,
Fangen die an zu laufen, wenn ich da durchgehe? Und ändert sich da irgendwas, wenn ich die anleuchte? Okay, anscheinend drehen sie sich nur. Das nehmen wir. Nö, das können wir nicht mitnehmen, okay? Da ist eine große Tür. Da würde ich gerne durch. Ich befürchte allerdings, dass jetzt wieder irgendwas passieren wird. Der Ausgang. Er ist versperrt von was Komischem. Na klar. Was hatte ich erwartet? Die Vogeltür aufschließen. Was war denn das links jetzt? Ein Büro? Ach so, da brauchen wir einen Vogel. Ah, verstehe. Da ist Heilung. Das ist nicht gut. Von der anderen Seite verschlossen. Das Büro ist von der anderen Seite verschlossen. Ja, wie kommen wir denn eventuell darüber? Oh Gott. Oh Gott. Da gerade am besten gar nichts mehr. Da ist auch noch mal eine Doppeltür. Ah. Hallöchen. Haben die das Bild extra so platziert? Oh je. Okay. Da fehlt eine Maske oder sowas. Oh, da ist nochmal so ein Stein. Aber wie mache ich das hier? Hm. Wie kriege ich denn da? Ach, die Tür ist sowieso verschlossen. Aber ich denke nur von... Ja, ja, von innen. Wie kriege ich denn da das Kabel ohne Strom? Das läuft doch irgendwo auf der Seite, wo die Puppen sind. Es ist nicht gut, dass wir die ganze Zeit hier diese Sachen zum Leuchten bekommen, oder? Hm, genau. Ja. Okay. Wo geht das Kabel genau hin? Oh Gott. Mir jetzt noch alle hinterherkommen, kriege ich die Krise. Moment, das Kabel führt ja aber quasi ins Nichts. Hm. Das muss mal einer verstehen, wer will. Ja, das Kabel nicht rausreißen oder so. Von da hinten bin ich gekommen, ne? Hm. Ja, 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 ja. Also, wir müssen auf jeden Fall eine Maske einsetzen. So viel ist klar. Dann müssen wir irgendwie gucken, dass wir das Kabel hier... Also, dass wir das neutral... Ach, Moment. Nee, aber wir haben auch nichts, wo wir drauf werfen können, ne? Hm.
Sonst hätte ich jetzt gesagt, dass deswegen draußen das zum Werfen ist. Es sei denn natürlich... Kann man auch keine Maske abnehmen oder sowas, ne? Ich schleich lieber, das ist mir gerade lieber. Da hinten geht es auch nochmal weiter. Ne, da sind wir ja hergekommen. Schauen wir hier links nochmal. Das wäre jetzt ein blöder Cut, wenn ich jetzt hier rausgehen würde, bevor ich das jetzt gelöst habe. Deswegen, das mag ich immer so gar nicht. Ich meine, manchmal mache ich das... Oh, habe ich mich jetzt erschrocken. Manchmal mache ich das, weil ich halt keine andere Wahl habe. Weil ich... weil ich halt keine Zeit habe oder was weiß ich was. Aber ich versuche es halt immer zu vermeiden. Da ist nochmal ein großer Raum, wo wir rein können. Warum kommt der hier quasi so aus dem Boden raus? Will ich das wissen? Eher nicht, oder? Okay, grün ist er, hat aber offenbar nichts mit dem Kabel zu tun. Na gut. Da kann man auch rein. Allerdings, um nichts zu machen quasi. Dann schaue ich jetzt hier nochmal kurz rein, wenn ich den kann. Von der anderen Seite verschlossen. Ja, natürlich. Das ist, ich hatte das so im Gefühl. Weil es ist ja irgendwie ständig immer alles von der anderen Seite verschlossen. Bin ich denn jetzt? Da bin ich nicht reingekommen. Da könnte man weitergehen. Theoretisch. Praktisch weiß ich nicht, ob ich da weitergehen sollte. Da oben sind Flammen, da werden wir wohl gar nicht weiterkommen. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich hier reingehen sollte. Ich passe da gar nicht durch, oder? Hallo? Oh Gott. Will ich wissen, was da drin war? Oh je. Ich höre hier doch irgendwo... So viele Puppen. Aha. Das ist immer schlecht, wenn man was bekommt, was man braucht, ne? Oder wie war das? Diese Geräusche machen mich mehr kürrer als alles andere im Moment, weil ich ja weiß, dass es hier halt auch unsichtbare Monster gibt, ne? Jetzt ist die Frage, wird das Ganze jetzt Resident Evil-mäßig irgendwas starten, wenn ich die Maske reintue? Weil die Ketten machen mir halt Sorgen, ne? Oder muss ich tatsächlich gucken, dass ich das Rätsel hier löse, damit ich da oben reinkomme? Aber dann komme... Upsala. Dann komme ich... quasi wieder zurück. Nee, dann komme ich... Komme ich doch eigentlich zurück? Ich weiß es nicht. Moment. Also, ich behalte erstmal, dass ich da noch ein Rätsel habe. Ich mache, glaube ich, erstmal das Rätsel. Oh Gott.
trotzdem hört sich das hier komisch an. So, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier gerade mache. Das ist rot. Das müsste ich eigentlich... Und das müsste ich ausschalten, ne? Eins der Ventile fehlt. Ach so. Ja. Stimmt. Jetzt, wo du sagst. Oh, scheiße. Aber hier ist kein Ventil. Das ist irgendwie nicht gut. Wieso komme ich hier nicht drüber? Hä? Okay. Gut, verstehe ich nicht. Das heißt, wir müssen aber auf jeden Fall wieder dahin zurück. Ja, dann würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und in der nächsten Folge gucken, wie wir wieder zurückkommen und wie, beziehungsweise wo wir das Ventil herkriegen. Weil das Teil nehmen können wir ja erst, wenn ich das hier abschalten kann. Und ich gehe mal nicht davon aus, dass ich das irgendwo da jetzt abmachen kann. Aber diese Geräusche, bin ich ganz ehrlich, machen mich total kirre. Deswegen jetzt mal eben schnell einen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.